Hallihallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Detroit Become Human. Ja, leider gestern eine Folge ausgefallen. Kann auch durchaus mal vorkommen, denn ich habe ziemlich viel Stress auf Arbeit. Aber was soll's, weiter geht's. Na, wir befinden uns quasi bei Connor im Police Department, wenn ich mich richtig erinnere. Und wir sind auf der Suche nach Lieutenant. Dieser Hank? Hank heißt er, ne? Wir sind auf der Suche nach Hank. Und mal schauen, was ich im Police Department so abspielen wird. Ich bin gespannt und ich bin auch gespannt über den Umgang der Polizisten mit einem Androiden, denn beim ersten Aufeinandertreffen war es ja nicht ganz so doll gewesen, ne? Und da wären wir, Suche nach Lieutenant Anderson. Gut, gehe zum Empfang. Können wir auch einfach wieder gehen? Nein, können wir nicht. Wir müssen hierher. Kann ich helfen? Ich möchte zu Lieutenant Anderson. Bist du autorisiert? Ja. Lieutenant Anderson ist noch nicht da. Warte doch an seinem Platz. Tja, scheinbar sind sie mit dem Umgang mit Androiden gewohnt oder den Umgang mit Androiden gewohnt. Was ist hier los? Du hast sicher einen Schock. Ohne Scheiß. Bleib einfach ruhig. Die Scheißmaschine hätte alle da drin töten können. Kannst du mir bitte etwas Wasser bringen? Klar. Die Lage in der Arktis spitzt sich weiter zu. Seit gestern ein russischer Flugzeugträger auf ein US-Patrouillenboot gestoßen ist. Es wurden einige Warnschüsse abgegeben, die jedoch bei keiner der beiden Parteien zu Schäden führten. Dennis Riggs, der Verteidigungsminister, sprach von einer nicht hinnehmbaren Provokation, die eine Antwort erfordert. Die angrenzenden Länder, insbesondere Schweden und Kanada, forderten den sofortigen Rückzug aller Streitkräfte sowie eine internationale Konferenz. Bisher gab es keinerlei Reaktion aus Moskau oder Washington. Wir informieren Sie im Minutentakt über die aktuellen Entwicklungen. Ja, wow, da ist ganz schön was los. Aber es ist ja schon immer so, seit dem Kalten Krieg. Und hier müssen wir lang. Gut. Den kennen wir doch. Den kennen wir doch. Das ist Todd. Leute, das war Todd. Das war Todd, oder? Täusche ich mich? Nein, Leute, das war Todd. Ganz zu 100%. Okay, ja, zu seinem Platz. Schauen wir mal. Gehen wir erstmal hier schauen. Die Kaffeetasse und das Namensschild. Police Officer Miller. Das PO steht quasi für Police Officer. Das PD steht meistens dann für Police Department. Und das LT, was wir vorhin gesehen haben, steht für Lieutenant. Der war es also nicht. Der ist es mit Sicherheit auch nicht. Police Officer Wilson. Oh Mann, wir können hier jeden Platz untersuchen. Gut, wir machen mal hier auf der rechten Seite weiter. Detective Reed, also DET steht für Detective. Dann sind wir auf einer guten Spur. Und da sind wir wieder beim Police Officer Brown. Police Officer Brown? Ja. Ja, Police Officer Brown. Bist du Brown, kriegst du Frown. Police Officer Pearson. So. Wartet, da konnte man irgendwas tun hier. Lesen. Na, ich möchte das gerne. Lesen. Detroit Today. Die drei Gesetze der Robotererziehung. Familienleben war niemals leichter. UN-Warnen vor Drittem Weltkrieg und Zustimmungswerte von Präsidentin Warren auf 33% gefallen. Ivanov sagt Niet. Russlands Präsident antwortet auf Warrens Warnung. CyberLife, das erste Billionen-Dollar-Unternehmen der Welt und Weltbevölkerung erreicht 10 Milliarden. Ivanov sagt Niet. Russlands Präsident antwortet auf Warrens Warnung. Auf Präsidentin Warrens Forderung, dass alle russischen Truppen sich umgehend aus der Arktis zurückziehen sollen, hat Russlands Präsident Ivanov nun geantwortet.
Ivanov bezeichnete Warrens Kommentar als Megafon-Diplomatie und meinte, das US-Säbelrasseln sei die größte Bedrohung für die Stabilität in der Region. Tja, okay. Auf Präsident Warrens Forderung, dass alle russischen Truppen sich umgehend aus der Arktis zurückziehen sollen. Ja, das haben wir gelesen. Der Kreml veröffentlichte eine detaillierte Erklärung, die Russlands Anspruch auf das Territorium erläutert. Ferner erinnert Ivanov Präsidentin Warren, dass die USA an die UN-Konventionen gebunden seien, wie alle anderen auch. Der Konflikt ist weit von einer Entspannung entfernt. Gut. Von den drei Gesetzen der Robotererziehung stand dort jetzt nichts, aber wir kennen ja den Film I, Robot. Wenn ihr den nicht kennt, unbedingt anschauen. Hier haben wir Lieutenant Anderson. Da haben wir ihn doch. Entschuldigung? Wissen Sie, wann Lieutenant Anderson normalerweise kommt? Hängt davon ab, wo er abends so war. Wenn wir Glück haben, kommt er vor 12. Danke. Tja, dann setzen wir uns mal hin und warten mal auf Hank. Erkunde das neue Büro. Ja, okay. Untersuche seinen Schreibtisch. Ich weiß ja nicht, ob wir einfach in seinen privaten Sachen stöbern sollen. Was hört er denn für Musik? Knights of the Black Death, Heavy Dark Metal. Gut, hier könnte man noch jemanden anrufen. Will ich aber jetzt nicht unbedingt. Wir analysieren lieber mal seinen Desktop und seinen Schreibtisch. Oh, Baseball. Detroit Basketballkappe. Baumwollanteil 90% und Polyesteranteil 10%. Eigentlich hätte ich gedacht, es ist Baseball, aber es ist doch Basketball. Also von Weitem sah eben dieses Weiß, ne? Ihr wisst, was ich meine. Aber gut, es ist eine Basketballkappe. Kappe. Schauen weiter. Was befindet sich auf diesem Bildschirm? Red Eyes Sondereinheit 2027, abteilungsübergreifende Einheit, verantwortlich für die Zerschlagung des Red Eyes Dealerings 2028. Red Eyes haben wir ja gesehen, auch der Mensch, der da vorhin rausgelaufen ist, der Todd, ist Red Eyes süchtig. Ebenso das Opfer im Mordfall, den wir ermittelt haben. Gut, dann analysieren wir mal weiter. Hundehaare von einem Bernhardiner. Auf diesem Stuhl saß also ein Bernhardiner. Streichhölzer, Herkunft Jimmy's Bar, Holz und Phosphor. Anti-Androiden-Parolen, nutze dein Gehirn, nicht deinen Androiden, androidenfreie Zone. Okay, offenbar ist Lieutenant Anderson ein Gegner von Androiden. Ja, Donuts, Kalorien 452, gesättigte Fettsäuren 13 Gramm, Cholesterin 19 Milligramm und Kohlenhydrate 51 Gramm. Sieht doch gut aus. Ein vertrockneter Baum. Ein Fächer-Ahorn, Asien, Shishigashira Shuhin. Okay, also, ja, natürlich. Kalter Kaffee, Spuren von Koffein. Das hat Kaffee meistens so an sich. Schauen wir hier mal weiter. Detroit Police zerschlägt Red Eyes Dealering. Mehr als 50 Festnahmen im ganzen Land. Detroits Gesetzeshüter haben der wachsenden Red Eyes Epidemie der Stadt einen massiven Schlag versetzt und etliche namenhafte Dealer und Lieferanten hinter Schloss und Riegel gebracht. Es wurden Betäubungsmittel im Wert von $500.000 beschlagnahmt. Detective Hank Anderson, ein junger, aber enorm talentierter Detektiv, soll maßgeblich am Erfolg dieser Operation beteiligt gewesen sein, deren Planung Monate gedauert hat.
Der Polizeichef beschreibt die Arbeit von Detective Anderson und seinen Kollegen als vorbildliche investigative Polizeiarbeit. Detective Anderson zum Lieutenant befördert. Jüngster Lieutenant der Polizeieinheit Detroit. Lieutenant Hank Anderson war einer der renommiertesten Detectives des DPD, Detroiter Police Departments, der letzten Jahre. Er konnte einige bedeutsame Festnahmen verzeichnen und war ein unentbehrliches Mitglied der Einheit. Entschuldigt, Leute. Captain Fowler sagte, die Beförderung sei lange überfällig gewesen und beschrieb Anderson als einen der talentiertesten Polizisten, mit denen ich je zusammengearbeitet habe. Man vermute, dass der neue Lieutenant im Department schnell aufsteigen wird und er gilt bereits jetzt als Favorit für die Position des Commissioners, also des Schichtleiters, ne, nennen wir mal, des Hauptverantwortlichen. Neue Rekordmenge Red-Eis in Detroit beschlagnahmt. Fast eine Tonne Red-Eis im Zuge einer langwierigen Ermittlung unter der Leitung von Lieutenant Anderson der Polizeieinheit Detroit im Frachtraum eines Schiffs gefunden. Gut, hätten wir das eigentlich auch. Oh. Hallo, Lieutenant. Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Gott, gestern hattest du eine Kugel im Kopf. Mein Vorgänger wurde bedauerlicherweise zerstört. Aber CyberLife übertrug seinen Speicher und schickt mich als Ersatz. Der Vorfall sollte die Untersuchung nicht behindern. Oh, scheiße. Hank! In mein Büro! Folge Hank und hör zu. Okay, was ist da los? Jeden Tag landen 10 neue Androidenfälle auf meinem Schreibtisch. Einzelne Vorfälle gab es schon immer. Einer alten Dame kam der Hausandroid abhanden und so ein Mist. Aber jetzt kommen Berichte über Überfälle und Morde rein, wie der Kerl letzte Nacht. Das ist nicht länger nur CyberLives Problem. Es handelt sich jetzt um eine Ermittlung und wir müssen das aufklären, bevor die Scheiße hochkocht. Ich will, dass du die Fälle übernimmst und nach einer Verbindung suchst. Warum ich? Warum muss ich mich um diese Scheiße kümmern? Kein Polizist im ganzen Land ist dafür weniger geeignet. Ich weiß einen Scheißdreck über Androiden, Jeffrey. Ich finde nicht mal den Wecker in meinem eigenen Telefon. Alle sind überlastet. Ich glaube, du bist für diese Untersuchung absolut qualifiziert. Bullshit! Es will nur keiner diese scheiß Androidenfälle übernehmen und ich muss das Ganze immer wieder ausbaden. CyberLife hat uns diesen Androiden zur Unterstützung geschickt. Es ist ein hochmoderner Prototyp und jetzt dein Partner. Auf keinen Fall! Ich brauche keinen Partner und schon gar keinen von diesen Plastikwichsern! Hank, du gehst mir so langsam wirklich auf den Sack. Du bist Polizeilieutenant. Du hast gefälligst zu tun, was ich sage. Und deinen verdammten Mund zu halten. Weißt du, was mein verdammter Mund dir sagen möchte? Okay, okay. Das habe ich jetzt nicht gehört. Denn sonst müsste ich deiner Personalakte ein paar Seiten hinzufügen. Und die ist eh schon dick wie ein Scheißroman. Dieses Gespräch ist beendet. Jeffrey, scheiße, warum tust du mir das an? Du weißt, wie sehr ich diese Scheißdinger hasse. Warum tust du mir das an? Pass auf. Ich hab jetzt echt genug von deinem Gemecker. Entweder machst du deine Arbeit oder du gibst deine Marke ab. Jetzt entschuldige mich, ich bin beschäftigt. Tja. Ich frage mich, ob Lieutenant Anderson wirklich die beste Wahl für diese Untersuchung ist. Hey! Ich brauche keine Maschine, um meine Männer einzuteilen, okay? Also verpiss dich aus meinem Büro! Einen schönen Tag, Captain. Wow, der ist ja ganz schön angespannt. Zieh nach Hank. Der sitzt sauer auf seinem Stuhl. Ob es wirklich richtig ist, da jetzt hinzugehen, ich weiß auch nicht. Okay, neuer Connor. Haben wir freigeschaltet. Ich verstehe, dass die Zerstörung meines Vorgängers für Sie unangenehm war, Lieutenant. Ich werde mein Möglichstes tun, damit sich das nicht wiederholt. Wie dem auch sei. Ich möchte sagen, dass ich mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen freue. Wir werden sicher ein tolles Team. Oh Mann. Wir sind jetzt Partner, da wäre es schön, sich näher kennenzulernen.
Na gut, bleibt nur noch der Schreibtisch. Gibt es hier irgendwo einen Schreibtisch für mich? Den da benutzt gerade keiner. Okay, hier schön außen rum gehen und dann nehmen wir mal Platz und analysieren mal die Abweichler-Dateien. Okay, und wir können jetzt mit ihm reden. Sie haben einen Hund, ja? Woher weißt du das? Die Hundehaare an Ihrem Stuhl. Ich mag Hunde. Wie heißt Ihr Hund? Was geht's dich an? Sumo. Er heißt Sumo. Okay, dann fragen wir jetzt nach Basketball, weil offensichtlich hängt ja die Mütze dort. Sie sind Detroit Gears-Fan, nicht? Denton Carter hat gestern 53% der Würfe von der Dreierlinie versenkt. Haben Sie das gesehen? Das Spiel wollte ich mir gestern in der Bar ansehen. Oh. Oh, shit. Okay. Kennen Sie die Knights of the Black Death? Ich mag diese Art von Musik. Sie ist so energiegeladen. Du hörst Heavy Metal? Naja, ich höre Musik nicht im eigentlichen Sinne. Doch ich würde gern. Okay, fragen wir ihm jetzt nach den Anti-Androiden? Eigentlich ja, mich würde es echt interessieren, was da vorgefallen ist. Es gibt viele Leute, die sich nicht gern mit Androiden umgeben. Ich frage mich, haben Sie einen konkreten Grund, warum Sie mich nicht mögen? Ja, es gibt einen. Oh, shit. Gut, dann fragen wir ihn mal nach Fowler. Also nach dem Commissioner. Kennen Sie Captain Fowler schon lange? Ja, zu lange. Ich frage mich, kommen Sie eigentlich immer um diese Zeit ins Büro? Ich komme, wenn ich komme. Jetzt hör auf zu nerven, okay? Ist ja gut, ganz ruhig bleiben. Wenn es Dateien über Abweichler gibt, würde ich sie mir gerne ansehen. Da steht dein Computer. Ich wünsche dir viel Freude. Vermisst. Okay. Die AL-Serie. Opfer Gordon Lopez. Fallbezug verschwinden. Meldender Offizier, ID, okay, Fall von Lieutenant Anderson. Fallstatus ungelöst. Android involviert. Der Kläger berichtet, er habe seinen Androiden wie immer zu Hause gelassen, als er zur Arbeit gegangen sei. Als er zurückkehrte, konnte er den Androiden nirgendwo finden. Keine Spuren eines Einbruchs ins Apartment. Der Android hat die Wohnung möglicherweise ohne Befehl verlassen. Okay. Der Kläger behauptet, er sei von einem Androiden des Modells AV 500 Nummer 23477781 angegriffen worden, der als Kellner bei der Restaurantkette Fast Connie Dogs in 842 Chamberlain Avenue arbeitet. Der Kläger behauptet, der Android habe ihn unerwartet angesprungen und versucht, den Mann zu erwürgen, bevor er den Ort verließ. Der Android ist immer noch flüchtig. Opfer Sarah Cornwall. Die Klägerin behauptet, von ihrem Androiden einen AP-700 Nummer 48091-3802 angegriffen worden zu sein. Der Android hat außerdem mehrere Räume des Hauses verwüstet, bevor er geflüchtet ist. Okay, alle Akten-Scan können wir auch machen. Vermisst. Der Kläger, der Manager des Eden Club, berichtet von unerklärlichen Verschwinden eines Sex-Androiden Modell WR-400 Nummer 641-790-831. Der Android verschwand, nachdem er einen Kunden zu seinem Haus begleitet hat und ist nie zum Glück zurückgekehrt. Zum Club. Leo Manfred wurde bewusstlos im Haus seines Vaters Carl Manfred gefunden.
Laut Aussage des Letzteren gab es eine Auseinandersetzung zwischen seinem Sohn und dem Hausandroiden. Der Android ist ein Prototyp, Modell und Seriennummer unbekannt und wurde vor Ort von den Polizeibeamten zerstört. Marcus, da haben wir doch, Marcus. Und Leo ist nicht tot. Er war nur bewusstlos. Und da sind wir bei Kara. Der Kläger behauptet, gewaltsam von seinem Hausandroiden, einem AX-400-Modell, angegriffen worden zu sein. Der Android war einen Tag zuvor von der Reparatur zurückgekommen und hat bereits in der Vergangenheit Anzeichen gewaltsamen Verhaltens gezeigt. Nein, das ist gelogen, denn Todd hat ja Gewalt gezeigt und nicht die liebe gute Kara. Außerdem haben wir ihn nicht gewaltsam angegriffen, sondern wir sind ohne irgendwelches Einwirken von Gewalt aus dem Haus geflüchtet. Wir haben Todd nicht mal berührt. So viel dazu. Wir scannen alle Akten. 243 Dateien. Die erste von vor 9 Monaten. Alles begann in Detroit und breitete sich im ganzen Land aus. Ein AX-400 hat gestern Abend einen Menschen angegriffen. Das könnte ein guter Ansatz für unsere Untersuchung sein. Ich verstehe, dass Sie persönliche Probleme haben, Lieutenant. Aber Sie müssen nach vorne schauen. Und hey, sprich nicht mit mir, als ob du mich kennst. Ich bin nicht dein Freund und brauche deinen Rat nicht, okay? Okay. Mein Auftrag ist diese Mission, Lieutenant. Ich werde nicht darauf warten, bis Sie wieder Lust haben zu arbeiten. Oh, wow, 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 wow. Wenn es nach mir ginge, würde ich euch alle auf den Müll werfen und ein Feuer machen. Also nervt mich bloß nicht. Oder ich vergesse mich noch. Lieutenant, tut mir leid, wenn ich störe. Ich habe Neuigkeiten über den AX-400, der diesen Kerl angegriffen hat. Er ist wohl im Ravendale-Distrikt. Bin dran. Alter Schwede. Alles klar, Hank ist sauer. Hank hat eine Spur. Hätten wir das anders machen können? Hätten wir machen können, dass Hank nicht sauer ist? Wir werden es wahrscheinlich nicht erfahren, denn wir werden diesen Spielstand weiterspielen und zwar in der nächsten Folge. Dran geblieben. Reingehauen, liebe Grüße. Euer Rob.